Hunderte demonstrierten am Sonntag in den Abendstunden an der Göttinger Stadthalle gegen eine Mahnwache des als rechtsextrem geltenden Freundeskreises Thüringen-Niedersachsen. Dabei kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bei den Auseinandersetzungen wurden 6 Beamte leicht verletzt. Zahlen über verletzte Demonstranten hat die Polizei bislang noch nicht. Bis zu 12 Demonstranten wurden festgenommen. Die Polizei, die mit mehreren hundert Beamten vor Ort war, leitete zahlreiche Ermittlungsverfahren ein. Eine abschließende Zahl aller Delikte liegt noch nicht vor. Zunächst sollen noch alle Videoaufnahmen ausgewertet werden. Die Polizei spricht von gewalttätigen Auseinandersetzungen. So wurden die Beamten aus der Menge heraus unter anderem mit Obst und Gemüse sowie mit gefüllten Flaschen beworfen. Ein Beamter musste zur Verteidigung Pfefferspray einsetzen. Die Polizei kritisierte, dass ein beträchtlicher Teil der Gegendemonstranten hochaggressiv war. Immer wieder wurden Polizeibeamte an der Absperrung oder auch bei sonstigen Amtshandlungen angegangen, bedrängt und beleidigt, so die Polizei. Auch die Demonstranten selbst übten Kritik an der Polizei. So spricht die grüne Jugend Göttingen von einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz.